Oracle, die Funkantennen haben jetzt wieder Strom. Super, ich verbinde. Ich habe mit Robin geredet. Das solltest du auch tun. Bruce, du brauchst mich da draußen. Gemeinsam finden wir Scarecrow schneller. Das, woran du arbeitest, ist wichtiger. Das kann doch warten. Lass mich helfen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Hör zu, melde dich mal ab und zu. Wir sind Partner, oder? Er will nur helfen, weißt du? Ist die Antenne bereit? Ja, aber wir brauchen einen Mikrowellenturm, um Scarecrows Position zu orten. Es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Danke, Oracle. Hast du von dem Kerl gehört, der mit Scarecrow arbeitet? Er ist wohl neidisch auf Batman. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Uns gehört die ganze Stadt und wir bewachen hier oben eine blöde Antenne. Scarecrows Männer bewachen die Antenne. Ich muss die Bedrohung einschätzen und meinen Angriff planen. Und dann war's das mit der Operation. Wofür brauchen wir ihn? 5 Soldaten. Alle bewaffnet. Bemerken Sie mich, töten Sie die Geisel. Ich muss einen Aussichtspunkt erreichen und sie herauslocken. Wenn du mich fragst, ist er paranoid. Ein bisschen zu viel von seinem Gas eingeatmet. Ich würde gern mal sehen, wie du ihm das ins Gesicht sagst. Willst du mich verarschen? Ich kann dir nicht mal anschauen. Wenn ich sie voneinander trenne, sind sie einfacher zu erledigen. Gotham ist heute Nacht unser Spielplatz. Etwas Spaß zu haben. Keiner hält uns auf. Weiß jemand, wo die Wand hin ist? Wo kann dieses Loch bloß herkommen? Jetzt kann ich wohl nichts mehr tun, was? Da bewegt sich was unter dem Boden. Da ist nichts. Thank you.
Soldaten da drin. Sie fühlen sich sicher, wenn sie zusammenbleiben. Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. 3 Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Die sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinflößender aus. Schicken Sie ihn, Lucius. Jetzt. Schon in der Luft, Mr. Wayne. Mr. Wayne, ich zeige es Ihnen. Die äußere und innere Schicht des Anzugs bestehen aus 3-fach gewebtem Titanium. Das Interessante ist, was zwischen diesen Schichten passiert. Das MR-Fluid von Wayne Tech verhärtet sich bei einem Treffer. Mit dieser Schlagabsorption können Sie mehr Kraft in Ihre Konterangriffe legen. Die flüssige Rüstung ist flexibler, als Sie es von den Fasern gewohnt sind. Größere Beweglichkeit können Sie nutzen, um mehrere Gegner rasch hintereinander auszuschalten. Der Anzug ist kompatibel mit dem elektromagnetischen Ausstoßsystem des Batmobils. Sie werden wie ein Geschoss aus einer Magnetkanone abgefeuert. Apropos, der neue Greifhaken zieht Sie ebenso schnell nach oben. Keine Sorge, Mr. Wayne, der Anzug hält die G-Kräfte aus. Wie fühlt er sich an, Mr. Wayne? Ich habe die ER-Trainingsprogramme aktiviert, falls Sie eine Diagnose oder Tests durchführen wollen. 3 Schützen, 1 Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Was zum Teufel war das? Hat er Verstärkung angefordert oder was ist los? Halt's Maul! Er will uns nur rauslaufen. Der neue Anzug ist schneller und beweglicher. Wenn ich mich anschleiche, kann ich sie überraschen und alle 3 auf. Hilf mir! Ich muss der Geisel helfen, bevor ich die Antenne aktiviere. Hilf mir! Mann, ich hab ja gehört, dass du schnell bist, aber 3 bewaffnete Kerle so schnell auszuschalten. Unglaublich. Sie sind jetzt sicher. Ich schicke jemanden, der sie abholt. Danke. Sag mir, dass du Scarecrow finden wirst. Der Mistkerl muss aufgehalten werden. Oracle, der Sender ist an der Mikrowellenantenne befestigt. Perfekt. Ich habe das GCPD anonym verständigt. Sie schicken jemanden, um die Geisel abzuholen. Komm schon, verbinde dich. Super Anzug übrigens. Okay, beide Antennen sind online. Finden wir Scarecrow.
muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Jim, ich habe das Angsttoxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. Ich denke, das wird ein ganz besonderes Halloween. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Bewegung, Bewegung, Bewegung! In Deckung! Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus.
Oracle. Wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt, einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Pack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Die Evakuierung der Anlage beginnt in T-30 Minuten. Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpeln. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Fühl mich nicht allzu gut. Ist ja blöd. Genau. Die größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer dummen Chemiefabrik rum und versuche, nicht zu kotzen. Die ganz oben meinen Batman könnte auf dem Weg hierher sein. Vielleicht haben wir etwas Spaß und wir sind's, die ihn umlegen. Mal sehen, ob er okay ist. Wo ist er? Beim Terminal. Ich decke dich. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Da unten bewegt sich was. Er ist unter den Gittern. Ja! Scarecrow wird nicht lange brauchen. Aber bis dahin halten wir die Stellung, klar? Ja, ja. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv, Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter.
Achtung, Batman ist hier! Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Der Kerl hat seinen Zweck erfüllt. Warum sollen wir ihn am Leben lassen? Von Gott ist meine Ansicht nach nur Ressourcen. Zuerst muss ich die Anlage erkunden.
Das Gas ist giftig. Ich muss es abstellen. Ich sollte zuerst die Einrichtung erkunden. Dann kann ich zum Auto zurück. Wenn ich den Kran benutze, werden die Panzer alarmiert. Hast du den Ausschlag im internen Router bemerkt? Keine Sorge, das ist nichts, nur eine Macke. Okay, es hat also endlich begonnen. Phase 1 geht los! Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu, ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Das Haupttor steht offen. Macht euch bereit. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Den machen wir kalt. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer zerstören.
durch den Panzer durch, genau wie Sie sagen. Er sucht nach den Geiseln. Er scheint den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgegriff habt. Batman, hilf mir mal! Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen. Eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte. Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen. Ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Du verstehst nicht. Bei diesem Kerl gibt es keine zweite Chance. Komm ja nicht näher! Das wirst du bereuen. Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow, er war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die gesamte Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich.
Halten Sie dort. Ich bringe Sie zu Commissioner Gordon. Master Bruce, die ganze Stadt ist voller Milizpanzer. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschärfe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben. Gute Arbeit. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Ich gehe die anderen holen. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe.
das Explosivgel direkt auf die Wand auftragen, nicht zerstören. Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich den Aufzug irgendwie bewegen. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich irgendwie in den Aufzug kommen. Fährt der Fahrstuhl nicht. Thank you.
Ich versteh's einfach nicht. Dieser Knight-Typ taucht einfach so auf und baut diese Armee auf. Ich meine, das muss er reicher sein als Bruce Wayne. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Nicht, dass wir nicht lieber als Überschauer hier spielen bei diesem Ding mit. Das ist alles Teil von Scarecrow's Plan. Ja, Alter, die Inferni erfüllt. Wie hat er sie überzeugt? Kein Plan. War wohl überzeugt genug für eine 3 Milliarden Dollar teure Armee. 3 Milliarden für die Übernahme von Gotham? Bisschen übertrieben. Es geht nicht. Schon gut. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, nicht wahr? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos. Das lasse ich nicht zu. Warten Sie beim Batmobil. Ich bringe Sie hier raus. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ist es so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort. Hier unten fest. Der ist der einzige Weg hier raus und der ist Schrott. Er bewegt sich. Wie machst du das? Ach egal. Ich bin nur froh, hier auszukommen. Alfred. Hab ich gesehen, Sir. Erstes kein Signal, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, Juli! Seh mir doch mal, ob du mithalten kannst! Hast du das gespürt? Das ist nur der erste von vielen. Du hast dein Biss noch nicht verloren. Gut, das macht die Sache noch sehr viel interessanter. Was ist los?
Reaktion langsamer? Vielleicht solltest du einfach aufgeben. Du hast